Alzheimer? Eigentlich nicht. Ich wollte schon sagen, weil 20 EU pro Tick Warum? maximal. Warum hast du den Tank nicht direkt oben drauf gepackt? Auf den großen Tank? Den Endertank? Ich hatte das jetzt einfach nur irgendwie gemacht. Ich hatte jetzt einfach mal Okay. so den Tank hier hingemacht, da ist mir die Idee gekommen. Ja, können wir hier schon mal ein bisschen was speichern, falls wir mal irgendwie so Lava brauchen, und hat ja noch hier rundherum die Flodux liegen. Kann ich ja mal das hier abreißen. Oh, das ist Extract Signal und da. Ich Na. hab's doch gerade schon eingestellt. Hast du da schon? Ja, Insert. Ja, ist ja gut. Gut, willst du dann vielleicht mal den Geothermalgenerator vorbereiten? Geothermalgenerator. Iron Item Casing. Ah, geht ja. Ja, ich helfe dir auch noch größtenteils dabei. Also machst jetzt Machst ja du das nicht. Steel Machine Casing oder soll ich es auch machen? Steel Machine Casing kann ich machen. Ich muss auf jeden Fall gerade erstmal meine Tasche so ein bisschen ausleeren. Ich bin elendig voll. Wir brauchen echt dringend mal einen Mülleimer. Komm, die Kontenzies können hier raus. Alter, haben wir viel. Die, nee, die kann man nicht nutzen. Eisen. Einfach Brauche weil ich. ich es kann. Gut. Nein. Geothermalgenerator. Ich kann ja schon mal die Empty Cells vorbereiten. Wenn ich das Rezept jetzt mal finde. Ah ja, das war eine Plate Bending Machine. Oder Okay. was war noch? Ah, Warte ist ja mal. lustig. Mal so eine. Geht Komm mal das? kurz runter. Ja. Was ist? Wenn, also dass diese Mold, die war gerade links drin, wo das Eisen jetzt drin war. Und das Eisen habe ich rechts rein. Das geht da nicht. Okay. Ja, Weiß das erst wenn mal, wo. so. Sag mal. Okay, also so muss das jetzt sein, oder wie? Ja, das muss immer so drin sein, anders geht's nicht. Okay. Hat mich Weiß, auch gewundert. was mir auch noch gerade aufgefallen ist? Was? Empty Cells. Wir brauchen eine Plate Bending Machine. Mach du dann schon mal soweit den Generator fertig, dann mache ich jetzt schon mal nochmal den Steam Forge Hammer. Das ist ja halt die Steam-Variante. Und das ist ein Powered Forge Hammer. Das geht ja eigentlich soweit. Eine Was? Plate Bending Machine. Das geht auch mit einer Tape. Mit einer was? So eine Platte. Empty Shape Plate. Ja, im Extruder. Nö. Oder? Warte, muss ich mir anschauen. Ja, das geht nur im Extruder? Ist ja scheiße. Brauchen wir echt eine Oh, Plate Bending Maschine? das wird gerade auch noch ein bisschen teuer, diese Steam Forge-Stämme. Ich merke gerade wieder richtig, wie meine Lust steigert auf Backtech. Müsste eine Iron Plate nicht zu Cracktech Plate werden? Eine Iron Plate? Nee, Normal. muss nicht. Ich bin mir da gerade nicht sicher. Nee, anscheinend wird's nicht. Okay. Ich muss mal gucken. Ich meine, Bronze Gear. Gingen wirklich nur die beiden? Wo ist der Hammer? Der ist gerade kaputt gegangen. Oh. Ich bin eigentlich schon mal. Aus was soll ich einen Hammer machen?
Aus Eisen wirklich noch. Ein Stahl. Ein bisschen Verschwendung. Okay, ein Eisenhammer. Kann ich noch ganz schnell was fertig? Der ist schon fertig. Der ist noch schnell gemacht. Da ist er. So. So, gut. Wo sind meine Eisenplatten hin? Die sind unten. Ah, da. Wird mir nie angezeigt. Okay, muss man nochmal gucken. Okay, wir brauchen dann noch. Wie viel Eisen ist da unten noch? Ich habe hier noch 44 drin in den Project Table reingelegt. Project Bench. Okay. Okay. Hast du das? Steel Plates brauchst du jetzt, oder? Ich brauche nochmal Iron Plates für den Basic Warum? Machine Casing. Okay, dann kümmere ich mich schon mal um das Steel Machine Hole. Mach das, weil ich. Ich brauche nochmal 4 Stahlplatten. Achso, eine Frage: Warum hast du die Elevator nicht untereinander gemacht? Gute Frage. Moment. Das. Ich schaue mal nach. So, jetzt sind sie untereinander. Okay, danke. Kein Problem. Sowas. Stahl. Stahl. Gut. Jetzt haben wir auch alles für die Gears. Hast du Eisenplatten rausgenommen? Nee, eigentlich. Ach, die werden nicht angezeigt. Das ist ein Grafikpack. Bei mir ist aber auch so nichts drin. Dann wird gerade die Fertigung nicht angezeigt. Okay. Ich brauche noch mal ein bisschen Bronze. Okay. Acht pro Zahnrad. Fehlen noch 4. Wir müssen mal wieder ein bisschen Kupfer machen. Achso, jetzt weiß ich, warum du die Plate Bending Maschine brauchst. Ne? Diese Stainless Steels? Stainless? Nee, nicht der Stainless Steel. Warum haben wir Stainless Steel da? Stainless Steel kriegen wir später, das geht auch mit normalem Stahl. Bloß weil, für einen Geothermalgenerator. Weil ich habe das nämlich gerade versucht mit den. Na, mit den. Steel Ingots, dass wir daraus die Plates bekommen, aber es will nicht funktionieren. Warte mal. Gott. Leg mal rein. Ja. So muss er das machen. Ach, stimmt ja. Hast du schon welche? Ich hatte bisher nur 4 gemacht, aber sie sind schon weiter verarbeitet. Ah, okay, dann brauche ich noch eine. Gut. Das kann ich mal dazu tun. Okay, ich habe die Steel Machine Hole. Auch nicht schon wieder. Da muss man halt vorsichtig mit sein, wo man was hin tut. Kennst du das mit den Stahlplatten Hast bei du der die Gewächtigkeit? Tinplate? Die Tinplate? Hast du eine Tinplate? Nee. Kann ich aber jetzt gleich Vermutlich machen. Nicht, oder? Mhm.
Dann muss ich mal eine machen. Bist du fertig? Schon wieder der Hammer kaputt? Ja, weil ich mir gerade verklickt habe. Jetzt haben wir 20 Eisenplatten. Oh. Gut. Kannst dran. Weil das muss jetzt hier im Steam Smelter gemacht werden. Wo ist denn das? Na, wo ist denn das? Cutting dann? Das haben wir noch nicht gemacht. Das haben wir auch bisher noch nicht gebraucht. Na, jetzt brauchen wir es für Kabel. Ja. Aber ich würde auch sagen, wenn wir dann wirklich schon bald den Zweig der Strom jetzt drauf gehen, können wir auch bald schon hier den Metalformer machen. Dann werden wir einige Werkzeuge nicht mehr brauchen. Kannst du mir 3 Eisenplatten machen? Da sind auch noch genug. Oh, stimmt. Habe ich nicht gesehen. Ich hoffe, es funktioniert. Ja, es funktioniert. Okay. Ich lege das andere Rezept dann schon mal hier unten vor. Warte mal, was habe ich da unten jetzt wieder für einen Schwachsinn gemacht? Brauchst du die Wünsche gerade? Nein. Okay. Den Pisten. Da geht auf den Sticky. Ist zwar ein bisschen Verschwindung, aber ich drauf geschissen. Jetzt brauchen wir Eier. Probier ich hier einen Zombie nach dem anderen röscheln. Ja. Haben wir irgendwo Rubber? Ja. Rubber Bar. Ah, ich find's nicht. Oder bin ich zu doof? Das war doch da, wo die ganzen Steam-Sachen sind. Hier in der Truhe. Guck mal runter. Ach, da unten. Hier. Den sehen wir doch schon die ganze Zeit am Lagern. Ah, okay, dann. Ach was, hast du jetzt eigentlich auch heute die Folge von Trivolo gesehen? Nee. Er hat sein Vanillehaus fertig gebaut. Ach so, stimmt ja, hat er ja schon nach und nach gemacht. Mhm. Als er das gesehen hat. Ey, als ich das gesehen habe, ich denke nur, das ist jetzt nicht dem sein Ernst. Das hat er wirklich durchgezogen. So. Aber weißt du, was mir auch wirklich aufgefallen ist? Wir sind wirklich diesmal eine der wenigen, die wirklich noch Werktick machen vom RIT. Oh mein Gott, ich bin so doof. Ja, das bist du. Warum? Nein, ich habe gerade die ganze Zeit versucht, Rubber Bar zu kriegen, anstatt dass ich Rubber einfach nehme und damit Kabel mache. Okay, das nenne ich dann schon ein bisschen Fail. Boah, dieses. Bisschen ist gut. Warte mal, wir haben nur noch Fluid Conduits über, ne? Müsste doch, ne? Ja, 13 Stück, das reicht. Dann können wir die ganzen Pipes von Industrial Craft mal loswerden hier. Nicht Industrial Craft. Doch, ich war da richtig. Oh ja, das sieht doch schon um einiges besser aus.
Ampel für Autosignal. Na? Hast du ein Zahnrad hier rausgenommen? Nee, eigentlich nicht. Hier wird aber noch gerade Dampf rausgeholt, ne? Ja, okay. Ach, weißt du was, ich mach die etwas teurere Variante, aber das ist mir von den egal. Zahnrädern? Nein. Vom. Von den Iron Plates. Oh, ich muss da gerade echt irgendwie mal gucken, dass ich mal nicht. Ich stopfe es einfach mal ab. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viele gemacht. Ich glaube, ich habe zu viele gemacht, ja. Ah, bei GradTech gibt es nie zu viel. Ja, okay, auch wieder wahr. Gut. Ich kann ja auch nochmal gerade hier ein bisschen Rubber farmen gehen. Wenn wir auch noch anders brauchen. Weißt du, wen ich hier wirklich persönlich kennenlernen würde? Oder halt hier über Teamspeak? Wie? Thunderdark oder halt Greg, Gregorius T. Das würde mich echt mal interessieren. Ah, ich hoffe, die kommen auch mal wieder vorbei. Das wäre auf jeden Fall genial. Thunderdark war ja mal der Entwickler von Industrial Craft, ne? Ja, der ist eigentlich ganz nett, glaube ich. Hast du eigentlich heute noch länger Zeit? Eigentlich schon, aber ich bin ja gerade eben vom Zeitungsladen gekommen. Und ich glaube, du weißt auch, wie man sich nach dem Zeitungsaustragen so fühlt, oder? Ja, ist schon klar. Ich wollte eigentlich nur fragen, ob du vielleicht heute nochmal Lust hast, mit auf den Community-Server zu kommen, da ein bisschen Terror zu machen. Nee, eher nicht. Okay. Aber wo haben wir Kabel? Ganz normalen Kabel? Wir haben hier die Kompressen. Okay, hab schon. Ja, ich dachte, wir haben noch nicht kompressen Kabel. Okay, ich will hoffen, dass es jetzt mit dem Steam Powered Fortune jetzt gleich klappt. Weil ansonsten haben wir wirklich ein Problem, wir müssen erstmal mit dem normalen Generator arbeiten. Ich hab den Generator jetzt schon fertig. Okay, warten wir mal einen Moment ab. So, weil Empty Cells, wenn man da so guckt. Kannst du mal gerade einen Electronic Circuit craften? Klar. Wenn ich gleich irgendwie umfall, dann bist du dran schuld. Weißt du was? Mach ich. Nein, ich will's auch mal machen. Ja, ich brauche nämlich auch noch was für diesen Integrated Circuit. Ich kann nur währenddessen ja schon mal diesen Screwdriver machen. Ach, du Scheiße. Dick. Electronic Circuit, die wollen uns doch umbringen, oder? Nicht die. Greg. Greg, das ist ein bisschen OP, oder? Aber ein bisschen ist noch untertrieben. Okay, es